Wird Cardano sein All-Time-High noch einmal brechen? Das ist die Frage, die wir uns heute im Video stellen und ich heiße natürlich jeden von euch willkommen. Freut mich natürlich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Cardano bzw. ADA hat im letzten Bullrun ein All-Time-High bei knapp 3 Dollar gesehen und ist seitdem her mehr als 90%, sogar um 92% gefallen und sucht gerade in diesem Bärenmarkt die Lower Lows. Deswegen stellt man sich natürlich die Frage, wird Cardano jemals wieder von den Toten auferstehen? Wird dieser Coin tatsächlich nochmal die Performance an den Tag legen und hier wirklich vielen Leuten den Grund geben zu kaufen und ein neues All-Time-High von über 3 Dollar zu erreichen? Das wäre natürlich vom jetzigen Zeitpunkt an ein über 10x und somit eigentlich ein ganz gutes Investment, wenn man sich natürlich auch ein bisschen sicher sein könnte. Wir sehen uns in diesem Video die On-Chain-Daten an, wie gut sich Cardano bisher im Bärenmarkt schlägt. Natürlich fühlen wir da der Foundation noch auf den Zahn und sehen uns an, wie viel Entwicklung oder was denn generell an Entwicklung passiert ist und warum man tatsächlich bei Cardano vielleicht grünes Licht sieht für den nächsten Bullrun oder das Ganze eher konservativ sehen sollte, weil sogar ein Altcoin, der nicht ans All-Time-High kommen kann, vom letzten Bullrun wäre hier zum Beispiel mit einem 5x auf knapp 1,10 Dollar, 1,20 Dollar auch nicht so ein schlechtes Investment. Aber wir gehen das Ganze jetzt mal Stück für Stück an und sehen uns grundsätzlich mal vom ersten Bullrun die Performance an. Dort hatten wir tatsächlich ein All-Time-High bei knapp über den 33 bis 35 Cent und sind korrigiert 93%. Und ich gehe diese Performance immer gerne durch, weil stellt euch vor, wie die Stimmung denn hier gewesen sein muss. Minus 90%, genau vergleichbar mit der heutigen Stimmung, mit dem heutigen Kurs-Drawdown, den wir sehen. Und natürlich, wenn man Cardano für tot geheißen hat, dann war das sicher nicht in der Region des All-Time-Highs, dann war das ziemlich sicher hier in der Bodennähe von diesen 2 bis 3 Cent, wo eben ganz, ganz wenig gekauft wurde und die Massen schon verkauft hatten. Und dann kann man natürlich berechtigterweise auch sagen, ja gut, diese minus 90 oder 95% waren erst recht der Grund, dass wir 11.000% Profit gesehen haben bis zum All-Time-High. Und warum sollte das jetzt nicht auch passieren? Die 90% Korrektur haben wir hinter uns. Wenn man risikofrei oder risikoarm in solche Altcoins investieren möchte, dann könnte man das theoretisch jetzt tun, weil mit 11.000% in dem Profit wären wir schon bei weit über 3,50 Dollar. Genau diese Analyse oder diese Überlegung muss man sich natürlich mit ein bisschen mehr Information als den vergangenen Zyklen ansehen und nicht nur darauf hoffen, dass, obwohl diese Korrektur in diesem Größenausmaß schon mal passiert ist, auch wieder gut geendet ist, dass das wieder so passiert. Deswegen sehen wir uns mal an, wie geschäftsfähig denn diese Blockchain ist, dieses ganze Projekt ist. Wir sehen hier eigentlich seit Juli sehr, sehr stark absteigende Einnahmen für Cardano, wenn wir die On-Chain-Transaktionen ansehen, wie viel Gebühr denn auf der Blockchain liegen bleibt. Im Vergleich zum Juli 2023 mit einer 250.000 haben wir im Vergleich dazu im September nur noch eine 250.000, also halb so viel Umsatz oder halb so viel Gebühren auf der Blockchain gesehen. Jetzt dieser Monat Oktober, da ist jetzt noch nicht die Welt passiert, ist auch jetzt erst 11 Tage, also knapp ein Drittel alt, haben wir 46.000 Dollar an Gebühren. Das ist jetzt nicht so hoch, das ist nichts Weltbewegendes. Damit kann man wahrscheinlich noch nicht diese 400 Mitarbeiter bezahlen, die Cardano aktuell hat. Und im Bullrun waren natürlich die Gebühren um einiges höher, weil der Cardano-Kurs höher war und weil auch die Transaktionsmengen viel, viel mehr waren. Zu den Transaktionsmengen kann man aktuell sehen, sind wir bei knapp so 70.000 bis um die 50.000 Transaktionen pro Tag. Nur als Vergleich dazu, wir haben Ethereum-Transaktionen von über 1 Million bis 1,5 Millionen Transaktionen pro Tag. Aktuell sind es auch so um die 1 Million Transaktionen. Also Ethereum hier tatsächlich 20 Mal so viel On-Chain-Aktivität als Cardano, wobei man das natürlich mit der größten Altcoin-Blockchain vergleicht. Trotzdem zeugt das hier von ein paar Transaktionen, die gemacht werden, auch wenn es nur so ein Zehntel ist oder 7-8% von Ethereum, ist es schon mal etwas, das lebt oder das zumindest genutzt wird. Ich persönlich muss sagen, auf der Cardano Blockchain, da ist weder die DeFi-Welt noch anderes so interessant für mich. Nichtsdestotrotz ist der Total Value Locked nicht so schlecht. Also wir sehen zum Beispiel bei anderen Projekten, wenn wir nicht Cardano eingeben, sondern zum Beispiel, was ist schlecht im Total Value Locked? Die Binance Smart Chain, da sehen wir kontinuierliche Abnahme vom Total Value Locked. Wenn wir uns auf Polygon umsehen, dort haben wir auch kontinuierlich sehr, sehr schlechtes bzw. Negativwachstum.
Und bei Cardano, hier haben wir es noch einmal, ist überraschenderweise tatsächlich auch ein Erhalt von diesem Total Value Locked da. Die Menge ist zwar immer sehr gering gewesen, beziehungsweise hat nie wirklich mit Total Value Locked überzeugen können. Jetzt gerade 154 Millionen Dollar Total Value Locked ist auch unglaublich wenig. 30.000 aktive Nutzer an einem Tag ist eigentlich doch eine ganze Menge. Im Schnitt mit diesen Transaktionen gemessen macht jeder so 2 Transaktionen am Tag von diesen aktiven Nutzern. Deswegen, okay, das Ganze lebt noch. Da gibt es aber natürlich aus verschiedenen Quellen immer verschiedene Zahlen. Hier zum Beispiel, obwohl man es ja im Explorer sehen kann, wird trotzdem hier behauptet, 170.000 Payments am Tag und 3.000 Wallets am Tag, vermutlich aktive Wallets, keine neuen Wallets. Gut, aber ich denke, dann nehmen wir lieber die Transparenz der Blockchain und nehmen einfach hier verifizierte Daten von den Gebühren und von den Transaktionen. Was spannend ist, was wirklich eigentlich eine gute Sache ist, ist immer On-Chain-Aktivität im Bereich Entwicklung. Und hier sticht Cardano tatsächlich besonders heraus. Man kann ja sehen, dass bei GitHub die meisten Einträge sind für wirklich große Veränderungen oder große Entwicklung am Cardano-Ökosystem. Was die Development-Aktivität angeht, ja, ist es definitiv über anderen Krypto-Projekten. Mal sehen, wie sich das Long-Term so hält, ob dort wirklich immer weiter gebaut wird oder ob das jetzt einfach eine gute Phase war. Es ist auf jeden Fall mehr los als auf Polkadot, Kusama, HBAR, Vega, Link und Co. Kann man auf jeden Fall lassen. Das zeigt zumindest, dass daran gearbeitet wird. Und woran gearbeitet wird, ist ja auch gut ersichtlich. Und zwar an dieser Hydra-Funktion. Das ist ganz gut erklärt in diesem Video, wo man echt sagen muss, okay, da ist Cardano, wenn man diese Anwendung überhaupt braucht, tatsächlich einen guten Schritt voraus. Das Ganze funktioniert im Endeffekt so, und da klauen wir einfach die Quelle. Ich verlinke sie natürlich hier original wieder hier Oder oben, auf den dass Participants. man Payment-Gruppen machen kann. Also jeder kann einen Teilbetrag in einen Smart Contract zufügen, und dann habe ich zum Beispiel da drinnen Dogecoin und Cardano. Das wird ja auch nochmal festgehalten, wer wie viel Geld in diesen Smart Contract reinloggt. Und wenn das Ganze in einem Block geschrieben wird, quasi auf der Base Layer von Cardano, dann kann unter diesen Membern immer wieder getauscht werden, immer wieder Cardano, Token und was auch immer von A nach B gesendet werden, unterhalb von eben diesen Teilnehmern in dem Smart Contract. Und nach jeder Transaktion, die abgeschlossen wird, können Snapshots gemacht werden, sobald jeder der Teilnehmer diesen Snapshot bestätigt und als richtig quasi unterschreibt, dann wird diese Transaktion bei allen gefestigt und ist nicht wieder umkehrbar. Es ist dann final eingetragen, und dieses ganze Spiel kann dann unendlich oft wiederholt werden. 10.000 Transaktionen könnte man theoretisch durchführen, und das Ganze ist dann wirklich nur in der Endposition, nur mit 2 Transaktionen auf der Main Layer gefestigt, quasi der erste Smart Contract, wo die Teilnehmer ihre Coins mit hineingeben, und dann diese Closing Transaction. Ein wirkliches Praxisbeispiel wäre hier zum Beispiel diese Pokersituation, wo natürlich jeder mit einem bestimmten Betrag an den Tisch kommt, dort die Chips quasi an diesen Tisch setzt, und dort kann dann natürlich getauscht werden, Transaktionen durchgeführt werden, und zum Schluss, wenn jeder mit dem Ergebnis einig ist, okay, der Spieler hat jetzt zum Beispiel verzockt und ist jetzt auf Kontostand 0, und zum Schluss hat eine Person gewonnen, dann gibt es vielleicht noch ein Trinkgeld, und zum Schluss der gesamten Transaktionsmenge unterschreibt jeder, und dieses Pokerspiel ist mit dem Eingang und mit dem Ende quasi auf der Blockchain gefestigt. Alles dazwischen wird hier nicht die Blockchain verstopfen, beziehungsweise macht keine große Rechnung Leistung aus, weil das nicht auf der Blockchain alles verifiziert werden muss. Nur zum Schluss, und das Problem dabei ist, es funktioniert eben nur zwischen Personen, die immer online sind, die immer quasi einen Snapshot bestätigen können, und recht viele Use Cases außer diesem Poker-Szenario, die gibt es jetzt noch nicht. Vielleicht wäre das zum Beispiel bei einer Online-Spieleseite so, dass du dich eben einloggst, zum Schluss ausstempelst, und alles, was dazwischen passiert ist, wird durch Snapshots und Co. bestätigt. Das könnte zum Beispiel sein, vielleicht für Online-Gaming interessant. Ich persönlich denke mir, cool, dass es das gibt. Wenn es eben Use Cases geben wird, dann wird man das sehen, wie hier schon von manchen in Discord geschrieben wird, dass es Use Cases gibt. Inwiefern die dann auch wirklich Anwendung finden, das sieht man dann. Ich denke mir persönlich, okay, es wird darauf gebaut. Wir haben auch eine Galionsfigur, ob der Charles Hoskinson jetzt umstritten ist, mehr oder weniger.
kann man so sehen. Ich persönlich bin jetzt auch kein Fan von ihm oder sonst was, weil er auch zum Beispiel mal in einem Interview gesagt hat, sein Beruf ist es, Geld zu drucken, weil er natürlich irgendwie an dieser Quellposition oder auch an einer leitenden Position sitzt bei Cardano und somit auch von Anfang an extrem viele Tokens quasi aus dem Nichts geschaffen hat. Das ist halt bei den Altcoins oft so, bei diesen ganzen, ja, Pre-Mined Coins und so, die dann wieder als Security eingestuft werden könnten. Aber ja, ist vielleicht ein Nerd, der kann uns vielleicht dann auch ein gutes Produkt liefern und somit unsere Bags pumpen. Ich persönlich habe mit Cardano eigentlich auch nicht so gute Performance gehabt. Natürlich in dem Bullrun schon, leider keine Positionen davon großartig verkauft und ab einem Dollar bereits schon wieder angefangen, in Cardano zu investieren, beziehungsweise auch wieder immer wieder kleines Dollar Cost Average betrieben, aber nicht so, dass ich sage, okay, das wird 100% wieder ein neues Alltime erreichen, sondern eher so, um meinen Durchschnittspreis wieder nach unten zu bekommen, weil es kann dann sein, dass wenn der Token nur auf einen Dollar kommt, dass ich dann schon wieder mit den Nachkäufen auf zumindest Break-Even wäre und dann vielleicht auch schon bei 1,50 € im Profit meine Cardano-Position schließen kann. Gegenüber Bitcoin ist die Performance allerdings wirklich sehr eindeutig. Man konnte das All-Time-High auch in diesem erneuten Bullrun gegenüber Bitcoin mit Cardano nicht erreichen. Sprich, wenn du hier zum Beispiel einen Bitcoin investiert hast, hast du zwischendrin wahrscheinlich sogar einen Totalverlust halten müssen, bis dann in diesem Bullrun auch wieder auf die minus 30, minus 20% gekommen, aber es geht dann wieder steil bergab. So sieht es bei sehr, sehr vielen Altcoins aus gegenüber Bitcoin. Deswegen natürlich über mehrere Zyklen Altcoins zu halten oder den Timeframe zu setzen, ist etwas riskant, was natürlich nicht heißt, dass wer hier investiert hat in diesen kurzen Bärenmarktphasen oder eigentlich in diesen langen Bärenmarktphasen, der hat dann tatsächlich auch eine überragende Performance erreichen können. Ein Measure-Tape haben wir hier nicht. Auf jeden Fall haben wir vom Boden bis knapp hierhin ein 10x auf die Bitcoins gesehen. Also ein Bitcoin hier investiert, waren hier dann 10 Bitcoin wert. Das ist natürlich ein Gamble, der geht nicht bei jedem Altcoin auf. Wenn, dann geht es auch nur auf, wenn du dann wirklich in Bodennähe kaufst. Da ist gegen Bitcoin gemessen nochmal minus 70% möglich, wenn wir uns die Cardano-Tiefstände ansehen, ist natürlich dann eine Frage der Zeit, wie schnell Bitcoin jetzt aus seiner Range knapp unter den 30.000 Dollar nach oben kommt und vielleicht auch die Altcoins Momentum mitnehmen können. Wir wissen, Altcoins sind natürlich volatiler, die Market Cap ist viel geringer als bei Bitcoin. Ich glaube, Cardano hat jetzt knapp 1,5% von der Bitcoin Market Cap, also das ist noch hier schwindend gering. Market Cap bei 528 Milliarden und Cardano bei 8 Milliarden. Ja gut, da ist, wenn Volatilität kommt natürlich hier bei Bitcoin weniger Upside möglich. Dementsprechend einfach mal mit viel Hopium diese Altcoins genießen. Wir werden es natürlich sehen, sind das Ganze wirkliche Use Cases? Wird man diese Blockchains brauchen? Ich denke, da ist Cardano etwas weiter hinten als jetzt zum Beispiel Ethereum oder andere große Blockchains, die viele Transaktionen bzw. auch Kooperationen mit Zahlungsdienstleistern haben. Ob sich dieses System, diese Blockchain dann durchsetzt in der Finanzwelt, da ist noch sehr, sehr viel offen und auf reine Spekulationsblasen wie 2017 und 2020, 2021 zu wetten, wäre auf jeden Fall wild. Ich persönlich wäre überrascht, wenn Cardano das All-Time-High problemlos knacken wird. Würde mich natürlich freuen. Ich habe meine Cardano, ich hoffe, dass ich die auf jeden Fall irgendwo in die Break-Even-Richtung gegen Bitcoin nochmal verkaufen kann. Das ist für mich einfach so das Take-Profit, weil diese Coins nicht unbedingt die All-Time-High toppen müssen gegenüber Bitcoin. Wenn du natürlich Cardano traden möchtest oder mich unterstützen möchtest auf diesem Kanal, kannst du dich gerne bei der Börse BitGet anmelden. Dort trade ich quasi den Hauptteil meiner aktiven Positionen, habe auch immer gerne dort die Fiat-Einzahlungen gebührenfrei, weil es bei Binance auch zum Beispiel nicht mehr funktioniert. Du kannst dort mit SEPA-Überweisung zu 0 Gebühren Euro hin transferieren und hast dann eine riesengroße Auswahl an Coins. Mit meinem Link sparst du dann auch noch 20% der Gebühren und die Börse zahlt mir einen Teil der verursachten Gebühren als Empfehlungsgeber zurück. Gerne natürlich auch einen Daumen nach oben unter diesem Video lassen, wenn dir diese Analysen gefallen und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, kannst du gerne auch den Abo-Button drücken. Wir sehen und hören uns dann auf jeden Fall in den nächsten Videos. Gerne kannst du natürlich auch in unsere kostenlose Telegram-Gruppe kommen für alle möglichen Diskussionen und den ganzen Austausch in diesem Bärenmarkt. Eine richtig coole Gruppe, in der man da landen kann. Dementsprechend wünsche ich euch bis zum nächsten Video maximale Profite und dass man diese natürlich auch realisiert. Wir sehen uns, wir hören uns. Ich wünsche euch wie immer was. Ciao, ciao.